Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute lade ich Sie mal zu einer ganz besonderen Sendung ein, denn wir senden vom 2224 Meter hohen Nebelhorn. Im Rahmen unserer Sondersendung Bergschau, die Infosendung der Oberstdorf-Kleinwaisertal-Bergbahn, nehmen wir Sie mit in das Gebiet zwischen Oberstdorf und dem Kleinwaisertal. Ja, und schauen Sie sich um, was wäre ein Winter im Allgäu ohne Skifahren? Es wäre wohl ein ganzes Stück langweiliger, denn in den Bergen gibt es einfach so viel zu erleben. Und dank der Oberstdorf-Kleinwaisertal-Bergbahn haben Sie hier stets toll präparierte Pisten und natürlich auch das kleine bisschen mehr. Wir schauen uns mal um, was der Winter zu bieten hat und was wir in dieser Saison hier erleben können. Die Oberstdorf-Kleinwaisertal-Bergbahn. Das sind 7 verschiedene Skiräume, 130 Pistenkilometer und Winterspaß in gleich 2 Ländern. Zu den Bergbahnen gehören das Nebelhorn, der Skiraum Fellhorn-Kanzelwand, der Hohe Ifen, das Walmendingerhorn, das Söllereck und der Talskiraum mit dem Heuberg. Zu diesen 7 Skiräumen gibt es auch 7 unterschiedliche, ja, wie soll ich sagen, Gespüre dieser Skiräume. Vom Hochalpinen bis unten in die waldigen Regionen, wo ich bei schlechtem Wetter sehr gut fahren kann. Wir haben steile Abfahrten, wir haben flache Abfahrten. So findet eigentlich jeder etwas, wo er Spaß haben kann. Insgesamt hat das Skigebiet der Oberstdorf-Kleinwaisertal-Bergbahn über 70 Skipisten in den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Somit bietet es Schneevergnügen für Kinder, Anfänger sowie die Skiprofis. Und auch in diesem Jahr bleibt es in dem Gebiet spannend. Adler 7 ist ein neues Produkt, das haben wir zum Sommer eingeführt, hier bei den Bahnen, da ging es um Fotopunkte. Jetzt sind wir bei der Wintervariante und da haben wir zu den Fotopunkten auch noch Filmpunkte dazu. Das heißt, wir möchten einfach das Angebot für einen Gast erweitern. Skifahren macht Spaß, ist super, vor allen Dingen bei uns. Aber ich möchte vielleicht noch etwas darüber hinaus machen. Und gerade im Zeitalter von Facebook und Instagram gibt es immer mehr Bilder im Netz, die ich teilen möchte. Und da möchten wir den Gast unterstützen. Weiter gibt es ja auch nicht immer die Möglichkeit, dass ich mich auf einer Riesenslalomstrecke oder bei einem Speedcheck selber filmen kann oder meine Zeit messen kann. Und all das möchten wir unseren Gästen bieten. Zusammen mit Aussicht, Schneesicherheit und Abwechslung ist es also eine ganze Menge, die das Gebiet der Oberstdorf-Kleinwaisertal-Bergbahn den Gästen für eine Skikarte bietet. Bei dem umfangreichen Angebot, das die Bergbahnen bieten, ist es gar nicht möglich, wirklich jedes Angebot an nur einem Tag zu nutzen. Modernes Wintervergnügen pur. Wir wollen nicht unbedingt immer die Ersten sein. Das Prädikat möchten wir uns nicht in Anspruch nehmen. Aber wir möchten modern, wir möchten vorne sein, wir möchten dem Gast einen tollen Komfort bieten. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, die Sicherheit. Auch die zum Beispiel jetzt mit der neuen Schrattenwangbahn am Söllereck. Dort haben wir eine Kindersicherung in dem Sechsersessel, der es unmöglich macht, dass ein Kind aus dem Sessel hinausfällt. Und nicht nur beim Skifahren, sondern auch bei allem, was mit dazugehört, haben die Oberstdorf-Kleinwaisertal-Bergbahn Anspruch auf höchste Qualität. So auch bei der neuen Gastronomie. In der Schwendhütte ist im Winter die Urbar. Die Urbar hat im Fokus regionale Produkte, die wirklich hier erzeugt werden. Und ganz wichtig ist Bedienung und auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Egal ob Slalom, Speedcheck oder klassisch die Abfahrten genießen. Von Anfang Dezember bis Anfang Mai bieten die Oberstdorf-Kleinwaisertal-Bergbahn so modernes Schnee- und Wintervergnügen, das für das Allgäu einmalig und vor allem atemberaubend ist. Ja, und was ist zum Skifahren besonders wichtig? Natürlich die richtige Ausrüstung. Denn wenn die sitzt, dann hat man auch mehr Spaß und mehr Sicherheit auf der Piste. Die richtige Ausrüstung, Wartung und Reparatur finden Sie in der Fanalp in Rietzlern. Und natürlich auch die richtige Kleidung für abseits der Piste. Hier gibt es einfach alles unter einem Dach. Mitten im Herzen von Rietzlern liegt die Fanalp.
Locker, geradlinig und mit viel Know-how beraten hier Florian Fritz und sein Team Touristen wie Einheimische bei allem rund um Ski und Co. Neben dem Verleih hat man sich hier ebenfalls auf Hightech-Skireparaturen spezialisiert. Da haben wir natürlich die modernste Maschine stehen, wo jede Winkel, jede Gradzahl einstellen kann. Also ich kann jeden Winkel produzieren auf den Ski für die Kante. Ich kann jede Struktur produzieren auf den Ski, auch Rennlaufstrukturen, oder? Also da sind wir schon ganz weit vorne natürlich mit der Technik. Diese Qualitäten zeigt die Fanalp auch beim Verkauf von Wintersportartikeln. Selbst wenn der Schuh einmal drücken sollte. Allerdings bieten die Kleinwalsertaler weit mehr als nur Outdoor-Bekleidung. Wir haben unser Konzept ein bisschen umgestellt und deswegen haben wir uns überlegt, was bekommt man nicht so viel im Walsertal, und das ist eben Fashion. Also alles, was damit zu tun hat. Jeans für Damen und Herren, Oberbekleidung, alles, was gerade hip ist. Ja, wir bemühen uns da immer zu schauen, auch auf den Messen, was es Neues gibt, und nehmen das mit auf. Trendig, modern und optimal aufeinander abgestimmt ist die erweiterte Modekollektion in der Fanalp. Und zusammen mit den ganzjährigen Designer-Outlets, dem Angebot an Kleidung unterschiedlicher Marken und Preisklassen, ist die Fanalp vor allem eines: ein Geschäft, in dem Einkaufen wirklich Spaß macht. Kommen wir von der richtigen Kleidung zu richtig gutem Essen. Und zwar zu Leckerbissen und ganz tollen Speisen im Fetzwerk in Oberstdorf. Hier ist eine richtige Genusswerkstatt, denn hier gibt es Hausmannskost und Sterneküche gemischt. Sei es mediterran, asiatisch oder auch regional, hier erlebt jeder sein einzigartiges Geschmackserlebnis. Natürliche Holzelemente treffen auf Glasfassaden. Tradition trifft auf Moderne. Regionale Produkte treffen auf eine neue Art der Präsentation. Das Fetzwerk in Oberstdorf ist ein etwas anderes Restaurant und bietet seinen Gästen Sterneküche in moderner Atmosphäre. Nach dem Umbau des Freiberg-Hotels, zu dem es gehört, wurde es 2015 eröffnet. Dann ging es im Endeffekt darum, dass man das halt füllt mit entsprechend Leben, mit Speisen, mit Getränken. Und dann kamen wir halt auf das Fetzwerk-Konzept, eigentlich aus so einem eigenen Bedürfnis raus, weil wir wollten was machen, was schnell geht, was gut ist, was auf einer hohen qualitativen Ebene sich bewegt, aber eben für jeden zugänglich ist und eben auch zu jeder Zeit. Ob Mittagssnack oder vollwertiges Abendessen, durch die einzelnen Weggläser ist für jeden Hunger etwas geboten. Alles natürlich in der Qualität des 4-Sterne-Hotels. Das muss man ganz klar sagen, es ist einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis da. Wir haben extrem gute Produkte, die wir halt auch aus dem Maximilians, aus dem Gourmet-Restaurant bekommen. Es sind dieselben Köche, die damit arbeiten. Also es ist einfach ein Know-how da, wie man mit guten Produkten umgeht und wie man was Gutes draus macht. Das Ganze ist allerdings eben in einem sehr günstigen Preis verpackt und eben in diesen Gläsern, was einfach eine ganz lockere Art des Essens auch ermöglicht. Und auch die Getränke sind genau auf die lockere Atmosphäre abgestimmt. Leichte Weine, selbstgemachte Limonade oder Craft-Biere. Alles passend zur heimischen, mediterranen oder asiatischen Küche. Und auch der Name des Restaurants wurde gut durchdacht. Es ist dann letztlich das Fetzwerk geworden, mit dem Unterclaim Genusswerkstatt, weil es einfach eben in der Küche sehr handwerklich gearbeitet wird und man schon auch das Handwerk eines Kochs eigentlich ganz schön in so einem Glas repräsentieren kann. Auch wenn es klein ist und relativ wenig Komponenten drin sind, sieht man einfach, dass es handwerklich doch gut gemacht ist. Und vielleicht hat sich es einfach ergeben, weil Kochen ein Handwerk ist und das halt auch wichtig ist, gerade heute das wieder ein bisschen zu pushen, dass dieser Beruf was wert ist. Das Fetzwerk vereint das traditionsreiche Allgäu mit kreativer und vor allem leckerer Küche. Und das ist einen Besuch wert. Ja, und genießen kann man hier nicht nur gutes Essen, sondern auch den Winter. Denn hier im Bereich der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen kann man nicht nur auf Ski etwas erleben. Was man hier im Bereich des Nebelhorns oder auch auf den anderen Bergen erleben kann, ganz ohne Ski und Snowboard, das sehen Sie jetzt in unserem nächsten Beitrag.
Den Pulverschnee und den Winter in Oberstdorf und dem kleinen Walsertal auf den Brettern in vollen Zügen genießen, das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die das Gebiet der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahn den Besuchern zu bieten hat. Denn auch wer nicht Ski fährt oder snowboardet, hat hier eine große Bandbreite an Aktivitäten zur Auswahl, um das Schneeparadies und die Bergkulisse auszukosten. Wir haben bei uns als eine der Hauptzielgruppen die sportive Mehrgenerationenfamilie. Das heißt, dass wir in dieser Familie oft Skifahrer und Nicht-Skifahrer haben, die gemeinsam bei uns Urlaub machen. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch die Nicht-Skifahrer ein tolles Angebot haben. Das beginnt im Tal vom Pferdeschlittenfahren, Langlaufen, Winterwandern in die Täler hinein. Aber auch oben am Berg kann man super schön winterwandern, Gottesacker Winterwanderweg am Ifen zum Beispiel, weil ja der Winterwanderer es nicht so gewohnt ist, oben zu sein. Im Winter sind meistens nur die Skifahrer oben. Die traumhafte Alpenkulisse zwischen Oberstdorf und dem kleinen Walsertal kann man so gleich an verschiedenen Orten in dem Gebiet genießen. Beispielsweise am Panoramaaufzug am Walmendinger Horn oder dem Nordwandsteig am Nebelhorn, der sogar für Kinderwegen oder Rollstühle geeignet ist. Wem nach ein bisschen mehr Action zu Fuß ist, der hat die Qual der Wahl bei dem insgesamt 33 Kilometer langen Netz an Wanderwegen. Und wer sich richtig austoben möchte, der kann einen Funpark aufsuchen. Beispielsweise den NTC-Park am Nebelhorn. Der NTC-Park ist eine ganz tolle Möglichkeit, Spaß im Schnee zu haben, eben ohne dass du einen Skilehrer brauchst, ohne dass du dir Skischuhe anziehen musst, ohne dass du schon was können musst. Du kannst einfach dir ein Funsportgerät aussuchen und direkt loslegen. In Oberstdorf gibt es eben doch viele Gäste, die nicht unbedingt zum Skifahren hierher kommen, die andere Dinge tun. Und für die ist es natürlich eine tolle Sache, wenn sie sich dann doch mit ein bisschen Spaß und Action im Schnee bewegen können, ohne dass man irgendwie einen großen Aufwand betreiben muss. Und noch etwas hat das Nebelhorn, was sonst im Winter nur den Skifahrern vorbehalten ist. Die Chance auf den Genuss einer Talabfahrt. Und zwar mit dem Schlitten. 2,5 Kilometer lang ist die Naturrodelbahn am Nebelhorn. Mit dem eigenen oder dem gemieteten Schlitten erlebt man so, auch völlig ohne Ski, alpinen Genuss pur. Und dann ist da noch eine weitere Attraktion, die es so in der Art hier nirgendwo gibt. Die Iglo Lodge. Deutschlands höchstes Hotel, wenn ich richtig informiert bin. Iglo Lodge ist was Einzigartiges. Ich schlafe dort auf tollen Fellen. Es ist also deutlich wärmer, wie jeder glaubt. Sie haben einen Whirlpool draußen. Und das wirklich Aufregendste daran ist, dass die Iglos innen jedes Jahr von Holzschnitzern ins Eis geschnitzt werden. Es gibt jedes Jahr ein neues Motto und das alleine ist schon sehr sehenswert. Von tiefster Entspannung in der Schneewelt bis hin zu wilder Action oder einfach dem puren Genuss der Landschaften und der Bergwelt. Das Winterparadies im Gebiet der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahn bietet wirklich für jedermann genau das Richtige. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, diese Ausblicke haben Ihnen genauso gut gefallen wie mir. In unserer nächsten Ausgabe von Bergschau, die Infosendung der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahn, sehen wir uns am Fellhorn. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Tschüss und bis dahin.